So, Servus Leute, willkommen bei einer neuen Folge Angeln Around. Heute mal wieder Bachreihe. Bin am kleinen Fluss oder Bach. Und ich will heute mal mit der Winkelpicker fischen. Was halt so geht, Rotauge, Döbel, Barsch, irgendwas. Einfach so. Ich habe ein bisschen Futter dabei. Auch ganz wenig, weil so viel brauchen wir hier nicht füttern. Dann habe ich noch Made und kleine Würmer dabei. Und ich will etwas Spezielles probieren. Und zwar füttere ich mir nachher drei Plätze vor und fische die dann nacheinander ab. Weil wenn hier keine Fische sind, dann kann ich lang füttern. Weil die halten sich oft nur an ganz bestimmte Plätze auf oder ziehen drum. Und habe ich auf jeden Fall viel bessere Chance, wenn ich da mir mehrere Plätze bereithalte. Gucken wir mal, ob was bringt. So, das ist mein erster Platz. Das ist mit Abstand die tiefste und breiteste Stelle hier am Bach. Hier habe ich sogar schon Brasse gefangen, obwohl es die ja eigentlich gar nicht gibt. Ein Döbel habe ich schon gefangen, Rotauge, ganze Palette. Und hier erhoffe ich mir auf jeden Fall ein paar Fische. So, das ist mein nächster Platz, wo ich jetzt ein bisschen befütter. Hier muss man besonders drauf aufpassen, dass der Schatten nicht durchs Wasser fällt. Sieht ja hier sonnig. Ich stehe jetzt im Schatten noch, hinter einem Baum. Weil wenn die Fische das sehen, dann schöpfen die schnell Verdacht. Da fütter ich jetzt auch mal zwei Balle. So, der nächste Platz. Immer aufpassen mit dem Schatten. Ist direkt hier unten. Das ist ein bisschen unterspültes Ufer. So, der erste Fisch ist ein kleines Rotauge. Schön. Ja, heute läuft es echt schlecht. Ich bin jetzt seit 20 Minuten hier. Nur ein Rotauge bis jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil das Wetter ist eigentlich richtig Hammer. Ich hocke hier mit dem T-Shirt dran. Und bin halt Niedrigwasser, weil es schon ewig nicht mehr geregnet hat. Vielleicht ist das der Auslöser. Ich weiß nicht. Bleib jetzt vielleicht noch 15 Minuten hier und wenn da nichts geht, dann wechsle ich mal den Platz. So, nur mal so am Rande. Genau hier unten habe ich meine alte Kamera versenkt, weil ich für euch einen Live-Biss filmen wollte. Dann machst du was mit, du. Und jetzt habe ich den nächsten Biss. Und. Ja, ein kleines Rotauge. So, Fisch im Drill, fühlt sich gar nicht schlecht an. Denk mal, das ist ein richtig schönes Rotauge. Oh ja. Das ist ein fettes Rotauge, geil. Oh. Alter Verwalter, ey. Das hat an die 30 wahrscheinlich. So, guckt euch mal den Hammer, geiler Fisch an. Ist ja echt der Wahnsinn. Wunderschönes rotes Auge. Das messe ich jetzt mal kurz. Genau 30 cm. Upsa. Und locker 300-400 Gramm, denke ich mal. So kann es noch weitergehen. So, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier. Drei Fische habe ich gefangen, darunter richtig geiles Rotauge, das habt ihr ja gesehen. Aber das ist nicht zufriedenstellend für die Verhältnisse hier. Deswegen werde ich jetzt den Platz wechseln. Aber davor kommen wir noch kurz zum Gerät. Verwendet wie gesagt der Winkelpicker. Der hat eine extrem feine Spitze.
Also die ist wirklich so fein, dass man denkt, die bricht jederzeit ab. Macht sie aber hoffentlich nicht. Dann eine 18er Hauptschnur. Und dann einfacher geht es eigentlich gar nicht. Das läuft in einer Schlaufe, also das ist ein 5 Gramm Blei. Und dann direkt Schlaufe in Schlaufe ein Vorfach rein mit 0,14. Ein 14er Hake. Und da drin Wurm und Made dann. Mehr brauchen wir nicht, um erfolgreich am Bach zu fischen. Und jetzt gehen wir Platzwechsel und fangen da noch ein paar fette Fische, hoffentlich. So, schon der erste Biss. Nach gerade mal einer Minute. So, kein Fisch am zweiten Platz, also sofort Platzwechsel. So Leute, am zweiten und dritten Platz, da tat sich gar nichts. Ich hatte zwar kurze Bisse und so, aber kein Fisch. Deswegen bin ich jetzt zum ersten Platz zurück und probiere es hier nochmal. Ich habe auch nochmal zwei Baller nachgefüttert. Ja, vielleicht geht da noch was. So, und der nächste kleine Fisch. Und nochmal ein kleines Rotauge. So, nächster Fisch im Grill. Und das ist wieder was Schönes. Ja! Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine Ratte. Alter, wie geil ist denn das? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Geile Scheiße. So, guckt euch mal das Prachtexemplar an. Ich habe euch ja vorher noch gesagt, dass hier eigentlich gar keine Brasse gibt in dem Fluss, sondern nur Einzelfische. Und jetzt beißt hier tatsächlich so eine. Ist ja super, ich freue mich wirklich. Und auch noch so eine schöne. Super. So Leute, ich werde sie zunächst zusammenpacken. Ich war ca. 2,5 Stunden hier. Und ich bin echt top zufrieden. So geile Brasse hier, obwohl es die gar nicht gibt eigentlich. Dann kapitales Rotauge, paar kleine Rotauge. Da kann man glaube ich nichts sagen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und stimmt, ich wollte noch was sagen, genau. Die Brasse, also ich habe jetzt insgesamt habe ich hier 3 Brasse gefangen an dem Abschnitt hier. Oder sogar genau an dem Platz eigentlich. Und ich habe so den dummen Verdacht langsam, dass es immer die gleiche ist. Weil die hat auch immer genau die gleiche Größe gehabt. Und ich habe auch nie irgendwie 2 am Tag gefangen oder 3, sondern immer nur eine. Ja, keine Ahnung, ich gucke mir jetzt mal die Bilder an daheim. Vielleicht weiß ich dann mehr. Aber ist auf jeden Fall schön, der geht es auf jeden Fall gut. So ist es doch okay. Sieht gesund aus, hat genug zum Fressen. Ist doch top. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.